Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute zu dem Online-Vortrag zum Thema Nutzengestaltung. Ist eigentlich ein Vortrag, der eher die Baugruppenfertiger betrifft als die Leiterplattenfertiger. Dadurch, dass wir aber der Erste in der Reihe sind, wenn was schief geht, dann auch meistens die Prügel bekommen, habe ich mich der Sache mal angenommen und habe mal einen Vortrag gestaltet zum Thema Nutzengestaltung. Denn da gibt es viele Sachen zu beachten, viele Sachen müssen berücksichtigt werden und abgesprochen werden. Weil die Kosten, die danach entstehen können, wenn der Nutzen nicht optimiert ist oder es zu Problemen kommt, die können weitaus höher sein als die Leiterplatte nachher selber. Ja, bevor wir anfangen, noch ganz kurz was zu mir und zur Firma, wobei ich wurde ja jetzt hier schon ausreichend vorgestellt. Das ist mein kurzer Werdegang. Sehr geprägt hat mich eigentlich die Zeit bei der Firma Röntgenanalytik. Damals haben wir noch die Schichtdicke und Zusammensetzung von diversen Oberflächen auf Leiterplatten gemessen, unter anderem damals noch Zinnblei, 6040, 9010, sieht man schon, wie lange das her ist. Und damals waren das die ersten Kontakte mit der Leiterplatte, in der ich dann letztendlich auch jetzt seit vielen Jahren tätig bin, seit Ende 2003 bei der Firma DB Elektronik im Büro Frankfurt. Ja, zur Firma auch noch mal ganz kurz ein paar Sätze. Wir sind seit 1990 mit der Herstellung und Vertrieb von Leiterplatten beschäftigt. Wir stellen verschiedenste Leiterplatten her, von der einseitigen Leiterplatte bis zum Starflex Multilayer, Sondertechnologien, HF-Materialien, Alu-Materialien, also das ganze Portfolio überwiegend im kleinen bis mittleren Serienbereich. Wir bieten auch Eildienste an, ab 3 AT oder auch darunter, je nach Technologie und Stückzahlen. Wir bieten an Blind Buried Wires, Filled Wires nach IPC und Impedanzkontrollen. Und wir sind natürlich auch zertifiziert nach ISO 9001 und sind entsprechend UL gelistet nach ZPMV 2 und 8, das heißt auch nach kanadischem UL. Ja, und sind seit einigen Jahren auch Mitglied im FED. Ja, wenn man jetzt sieht, 1990, 2020, also wir sind jetzt seit ganzen 30 Jahren bereits auf dem Markt hier tätig. Gut, ich würde sagen, fangen wir mit dem Vortrag an. Ich habe einen recht umfangreichen Vortrag zusammengestellt. Ich fange auch wirklich ganz vorne an. Das heißt erstmal mit den Grundlagen. Was ist ein Nutzen? Wozu braucht man das? Dann über die Möglichkeiten der Leiterplattenhersteller. Was für Nutzen gibt es? Welche Design Rules muss man beachten? Welche Trennverfahren gibt es? Dann ein ganz großer Block wird das Thema Fehler sein, also was alles schiefgehen kann. Dann klären wir die Zuständigkeiten. Das heißt, wer ist für was zuständig bei der Nutzenerstellung? Und welche Mindestangaben braucht eigentlich der Leiterplattenlieferant? Und dann nachher natürlich auch die Kosten. Was sind die Kostentreiber bei der Nutzengestaltung? Das Problem, was wir sehr häufig haben, ist, dass gerade wenn wir neue Anfragen bekommen von Kunden, die wir vielleicht auch noch nicht kennen oder es sind neue Mitarbeiter, dann bekommen wir Anfragen und dann fehlt es oftmals an der Dokumentation bei der Leiterplatte sowie auch bei der Nutzen. Und dann kommen dann meistens schon die ersten Rückfragen von unserer Seite wieder an den Kunden. Ja, wie sieht es aus? Braucht ihr Nutzen oder braucht ihr keinen Nutzen? Und gerade bei neuen Mitarbeitern oder auch Neueinsteigern in der Branche, dann kommt erstmal das große Fragezeichen, was ist denn überhaupt ein Nutzen? Das möchte ich ganz kurz erklären. Es gibt in der Leiterplatte letztendlich zwei verschiedene Nutzen, über die wir sprechen, wenn wir von Nutzen sprechen. Zwar einmal der Produktions- oder Fertigungsnutzen. Das ist allerdings etwas, was für den Kunden in der Regel nicht relevant ist. Diese Fertigungsnutzen, diese Fertigungsformate werden aus sogenannten Tafelformaten erstellt von den Basismaterialherstellern. Ich habe ganz zum Schluss auf der letzten Seite nochmal ein kleines Beispiel, wie das gemacht wird bei Großserienfertiger oder in Asien, wie die nachher die Nutzen, die Fertigungsnutzen auf die Liefernutzen anpassen. Das ist für die Technikinteressierten dann nochmal ganz am Ende was. Wir reden heute aber sonst immer nur von den Lieferkunden oder Bestückungsnutzen. Und diese Kunden oder Bestückungsnutzen, das sind einfach Leiterplatten, die ja in der Vielzahl angeliefert werden für die nachher für die Weiterverarbeitung in der Baugruppenfertigung. Das sind also die Nutzen, wenn wir von Nutzen sprechen, die wir anliefern bei der Baugruppenfertigung. Und jetzt kommt meistens die zweite Frage gleich hinterher, wozu brauche ich das denn überhaupt? Grundsätzlich brauchen wir das in der Leiterplatte selber nicht. Wir brauchen es nur zur Herstellung, unsere Fertigungsnutzen. Den Kundennutzen braucht aber der Baugruppenfertiger letztendlich, weil er muss es nachher weiterverarbeiten. Und das wird sehr schwierig,
wenn die Leiterplatten vereinzelt angeliefert werden. Uns ist es egal, aber wir müssen es wissen, weil wir müssen es schon bei der Kalkulation, beim Angebot, in der Angebotsphase schon mit berücksichtigen. Werden Sie nachher sehen, warum. Grundsätzlich ist es so, dass Flex, Starflex, nicht rechteckige Leiterplatten, kleine Leiterplatten, die können Sie ohne Nutzen einfach sehr schlecht, wenn überhaupt gar nicht verarbeiten. Sie sehen es jetzt hier zum Beispiel eine runde Leiterplatte oder auch hier eine Starflex-Leiterplatte. Wenn ich die jetzt vereinzelt anliefern würde, hätte der Baugruppenfertiger enorme Probleme, die nachher durch seinen Maschinenpark zu bekommen. Das heißt eventuell sogar nur manuell bestücken und das wird dann entsprechend teurer. Das sind also jetzt mal die Grundlagen, wozu und was ein Nutzen überhaupt ist und welche Möglichkeiten es gibt, zeige ich jetzt einmal auf den nächsten Folien. Wir haben zum einen hier jetzt mal die Ritznutzen. Das sind die, ja, ich sag mal, mit den meistverbreitetsten Nutzen, die wir machen. Es ist ein recht kostengünstiges Verfahren, die Leiterplatten zum Trennen nachher vorzubereiten. Es geht schnell. Man kann Platte an Platte legen. Das heißt, ich brauche unter Umständen keine Abstände und ist auch bei den Baugruppenfertigern sehr beliebt, wenn es möglich ist. Ich kann halt nur horizontal vertikal ritzen. Das heißt, ich kann keine Konturen machen. Und ich bringe in die Leiterplatte, in den Nutzen, bringe ich sogenannte Nuten, V-Nuten ein. Man sieht es jetzt hier mal im Querschliff. Und die man nachher rausbrechen kann. Und damit sind die Leiter vorbereitet, nachher zum Vereinzeln. Das ist, wie gesagt, sehr beliebt, weil es sehr schnell geht, kostengünstig ist. Und die Baugruppenfertiger haben in der Regel auch das entsprechende Werkzeug, das relativ schnell zu vereinzeln. Hat natürlich aber auch Nachteile. Wir haben keinen glatten Rand. Das hängt damit zusammen, dass ich hier einen Restbereich habe, der nachher nach dem Trennen unter Umständen, je nach Trennwerkzeug, das ist auch davon abhängig, etwas ausfransen kann. Das heißt, die Glasfasern können hier noch etwas stehen bleiben. Ich habe eine größere Fertigungstoleranz als beim Fräsen. Ich habe einen größeren Abstand vom Layout zur Leiterplattenkante. Und ich kann auch keine Bauteile nahe oder über die Kante bringen, weil sonst der Baugruppenfertiger mit seinem Trennwerkzeug nicht mehr durchfahren kann. Auch ein Nachteil ist, ich kann nicht alle dicken ritzen. Das funktioniert nicht wegen der Stabilität. Die zweite Möglichkeit sind dann die sogenannten Fräsnutzen oder steggefrästen Nutzen. Damit ist es möglich, also auch komplexe Konturen zu fräsen. Ich habe eine sehr glatte Kante, bis auf die Bereiche, wo ich jetzt hier meine Anbindungen habe. Ich habe die Möglichkeit, mit dem Layout näher an die Kante ranzugehen von der Leiterplatte und ich habe eine Vielzahl von Steganbindungen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar typische Beispiele mal aufgeführt. Ein Steg ohne jegliche zusätzliche Trennmethode, dann hier mit einem Ritztrenn, mit sogenannten Sollbruchbohrungen in der Leiterplatte beziehungsweise Sollbruchbohrungen an der Kante. Je nachdem, wie man das haben möchte, das sind nur Beispiele. Es gibt noch viel mehr, was man da machen kann. Das ist auch ein wenig von der Anwendung und von der Leiterplatte und auch von den Möglichkeiten des Trennens nachher beim Baugruppenfertiger abhängig. Der Nachteil ist, es ist aufwendiger. Je nachdem, wie viel Stege ich habe, muss ich mit meinem Fräser immer rausfahren ins Material. Das ist zeit- und kostenaufwendig. Je nach Fräsdurchmesser ist es teurer. Deswegen sind die Standardfräser fürs Konturfräsen in der Regel 2 oder 2,4 mm, relativ großer Durchmesser. Ich habe größere Abstände. Das heißt, ich muss diese 2,5 mm hier irgendwo noch mit berücksichtigen. Es kann instabil werden, wenn ich entsprechend wenig oder schlechte Stege habe und ich habe einen entsprechenden Mehraufwand beim Vereinzeln der Leiterplatte. Das ist auch sehr stark davon abhängig, was hat der Baugruppenfertiger für Trennwerkzeuge hier. Deswegen werden oftmals Kombinationen gemacht. Das heißt, ich habe dann einen sogenannten Fräsritznutzen. Da habe ich beide Kombinationen. Ich habe dann einmal eine Konturfräsen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, relativ einfach die Leiterplatten zu trennen. Das heißt, ich habe teilweise einen glatten Rand, kann Konturen machen und ich kann sie leicht trennen. Der Nachteil ist, ich habe aber Aufwand, da ich zwei mechanische Bearbeitungen habe. Auch hier gilt, je nachdem, wie das ausgeführt wird, kann das Ganze auch sehr schnell sehr instabil werden. Da muss man immer so ein bisschen ein Augenmerk drauf haben. Wenn ich hier nur wenige Anbindungen für meine Ritze habe und ich habe hier laute Ausfräsungen drin, dann kann es sein, dass ich nicht genug Material stehen habe, um das Ganze noch stabil zu verbinden. Dann gibt es natürlich auch noch Sondergeschichten wie die lasergeschnittenen Nutzen oder Stanznutzen. Damit sind
gerade beim Lasern sehr komplexe Konturen möglich und auch sehr saubere Kanten. Auch beim Stanzen ist das möglich. Sieht man hier zum Beispiel hier bei der Flexfolie zum Beispiel, kann man hier jetzt im 90-Grad-Winkel kann man hier auch lasern. Das geht beim Fräsen natürlich nicht. Hier habe ich immer den Innenradius. Und meistens hat man eine Kombination von beiden. Das heißt, wenn ich irgendwo bei einer Flexplatte noch eine FF4-Verstärkung habe, wird diese vorgefräst und dann obendrauf liegt dann meine Flexplatte, die gelasert ist. Das hat aber zur Folge, dass ich oft mehrere mechanische Bearbeitungen benötige. Das macht die ganze Sache wieder etwas teurer. Gerade beim Stanzen habe ich hohe Werkzeugkosten. Bei Flex geht das noch, da hat man etwas einfachere Werkzeuge. Wenn man aber FL4 stanzen, hat man ein recht teures Werkzeug, was auch nicht ewig hält. Das muss von Zeit zu Zeit nachgeschliffen werden und dann auch irgendwann ersetzt werden. Und man muss aufpassen, denn diese Verfahren wie Lasern und Stanzen sind auch nicht bei allen Lieferanten verfügbar. Das hat nicht jeder mehr im Haus oder nicht jeder im Hause. Und eine ganz große Sache ist auch, wie trenne ich nachher diese Leiterplatten nachher, wenn sie fertig bestückt sind. Das ist auch immer ein ganz großes Thema. Hat der Baugruppenfertiger die Möglichkeit, diese Laserstege, diese Polyimid-Stege, die noch hier da stehen, entsprechend zu trennen. Eventuell benötigt man hier zum Beispiel noch eine externe Firma, die nachher diese Stege nachher zusätzlich auslasert. Das muss man also auch mit berücksichtigen. Das ist jetzt mal so das, was der Leiterblattlieferant zur Verfügung stellen kann, die Möglichkeiten, die er hat. Kommen wir zum Design. Auf was muss man achten, wenn man einen Nutzen designt? Grundsätzlich gilt hier auch alles das, was es eigentlich fürs normale Layout gilt. Das heißt grundsätzlich alles, was mit Kupfer zu tun hat, Bohrungen, Vias, Kupferflächen, Pads, Leiterbahn, muss alles von der Kante zurückgesetzt werden. Wird man jetzt sagen, ja, das ist doch selbstverständlich. Die Realität sieht leider etwas anders aus. Hier ist so mal so ein typisches Beispiel aus den Layouts hier von diversen Kunden. Sie sehen hier zum Beispiel, das Pad geht zum Beispiel über die Leiterplattenkante hinaus. Das Pad liegt direkt an der Kante an. Hier ist alles falsch. Das ist ein Ritznutzen, wo ich das Via sowie die Leiterbahn direkt an der Ritzkante habe. Hier zum Beispiel auch. Hier schön Abstand gehalten. An der letzten Seite dann leider nicht mehr. Und auch hier sind die Abstände zu gering. Das kann mehrere Probleme mit sich führen nachher. Sie sehen zum Beispiel, eins habe ich hier mal fotografiert. Da sehen Sie hier die Ritznut. Und hier ist die Leiterbahn und hier sehen Sie schon in dem Bereich und auch hier unten ist der Lötstofflack weggeplatzt, weil einfach nicht mehr genug Material hier ist, dass der Lötstofflack sicher haftet auf dem Material. Das heißt, Sie haben jetzt in diesem Bereich eine offene Leiterbahn, eine offene Leiterbahnkante. Das ist schon mal nicht erlaubt. Und Sie müssen eins bedenken, wenn die Leiterplatte nachher vereinzelt worden ist, dann haben Sie diese Kante offen direkt an der Leiterplattenkante. Und wenn Sie hier zum Beispiel Netzspannung drauf haben, und es passiert was, das heißt, es kann im dümmsten Fall, wenn einer dran greift, es kann zum Personenschaden kommen. Und was das für Folgen haben kann, glaube ich, kann sich jeder ausmalen. Also muss das hier entsprechend von der Kante weggesetzt werden, damit ich zuverlässig die Randbereiche noch zudrucken kann. Das andere Problem, was wir sonst haben, ist, wenn wir einen leichten Versatz haben bei der Bearbeitung, wir können ins Kupfer reinfräsen oder reinritzen. Es gibt Kupferspäde, die sich eventuell unkontrolliert nachher auf der Platte befinden und zu Kurzschlüssen führen könnten. Also all das macht Probleme. Deswegen alles von der Kante wegsetzen grundsätzlich. Was man auch machen kann oder soll, ist zum Beispiel bei komplexen und kritischen Außenkonturen, dass man die entsprechenden Anbindungen schon definiert. Das heißt, dann weiß der Leiterplattenlieferant, okay, hier gibt es keine Diskussion. Hier sind die Stege. Wie der Nutzen aussieht, ist eine andere Sache. Aber ich weiß, der Kunde möchte hier seine Anbindungen haben, weil ich zum Beispiel hier links und rechts keine Überstände haben darf, neben Gehäuse oder Ähnlichem. Ja, also das kann man auch schon beim Design definieren und dann kann man das auch wunderbar übernehmen. Was man auch machen sollte, sind zum Beispiel Bereiche, die keine Stege haben dürfen, zu markieren. Man sieht das zum Beispiel hier, wenn ich hier eine DK-Reihe habe, also mit Durchkontaktierung und ich habe keinen Bestückungsdruck auf der Leiterplatte, weiß ich jetzt nicht, okay, kommt da ein Stecker rein, was für einer kommt rein, steht er aufrecht auf der Platte, ist er abgewinkelt, guckt er über die Platte raus, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Stege reinsetze und die
Der Stecker guckt rüber, schaut über die Kante hinaus, dann habe ich das Problem, ich kann es nicht mehr trennen nachher oder nur mit Aufwand. Also durchaus auch Bereiche, wo ich nichts platzieren darf zur Anbindung, auch markieren entsprechend. Auch noch ein Thema, auch wenn es immer mehr abnimmt, aber es gibt immer noch viele Kunden, und die THT-Leiterplatten haben. Bei THT-Leiterplatten hat man häufig sogenannte Lotfänger nachher, fürs, wenn man über die Welle geht. Und dazu ist es aber nötig, dass man auch weiß, in welche Richtung geht die Leiterplatte nachher durch die Produktion, also nicht bei uns, sondern beim Baugruppenfertiger. Das heißt, man muss die Transportrichtung, die Ausrichtung der Leiterplatte im Nutzen auch kennzeichnen. Das wird üblicherweise über einen Pfeil gemacht, dass man nachher weiß, okay, so muss die Leiterplatte nachher über die Welle laufen, damit entsprechend meine Vorkehrung zur Verhinderung von Kurzschlüssen und Ähnlichem funktioniert. Dann das alte Thema Bauteilplatzierungen. Kunden, wie gesagt, haben ganz gerne Ritznutzen. Oftmals können wir die aber gar nicht machen, weil einfach Bauteile viel zu nah am Rand platziert wurden. Das heißt, durchaus möglich, dass man die Pads und die Leiterbahn entsprechend weggerückt hat, aber das Bauteil selber durch seine Dimensionen so nah an der Kante sitzt oder über die Leiterplattenkante hinausschaut, dass ich hier überhaupt nicht ritzen kann nachher. Also da muss man zum Beispiel dann in dem Falle fräsen oder ritzen und fräsen, eine Kombination machen. Oftmals ist es ja so, ich habe irgendwelche Anschlussbuchsen oder Anschlussbauteile, die müssen sogar rausragen, weil zum Beispiel die nachher direkt an die Gehäusekante gesetzt werden, damit ich da meine Stecke einstecken kann. Aber da muss ich das entsprechend auch freilassen und da kann ich hier in dem Fall auch nicht ritzen. Grundsätzlich bei Bauteilen sollte man darauf achten, dass alle kritischen Bauteile, also Bauteile, die empfindlich sind gegen mechanischen Stress, dass die von der Kante weggesetzt werden. Das alte Thema Keramikkondensatoren, gab mal so eine Zeit, wo das richtig kritisch mal hochkam, dass die Cracks hatten nach dem Trennen bei Ritznutzen, und zwar einfach deswegen, weil die sehr nah an der Kante saßen und durch die mechanische Trennung der Leiterplatte haben die so viel Stress erfahren, dass die diese Kondensatoren selber nachher Brüche drin hatten und damit auch nicht mehr funktioniert haben. Also setzen Sie grundsätzlich alles, was kritisch ist, weg von der Kante. Auch ganz wichtig zu beachten, wenn man Vergoldungen hat, Steckervergoldungen, das heißt galvanische Vergoldungen, muss man entsprechend auch einen Platz mit berücksichtigen und nutzen. Denn ich brauche für diese galvanische Vergoldung eine sogenannte Sammelschiene, die nachher Strom auf diese Pads gibt, damit ich diese galvanische Nickel-Gold-Abscheidung vornehmen kann. Das muss mit berücksichtigt werden. Wenn ich die nächste Leiterplatte direkt jetzt hier dran setze, habe ich keinen Platz für meine Sammelschiene, wird das Ganze schwierig. Und auch muss vorher geklärt werden, wenn ich die Steckerleiste angefasst haben möchte, was für ein System benutzt denn mein Lieferant hier, wie muss ich das machen, dass er die anfassen kann. Es gibt entsprechende Fräser, das heißt, man kann das durchaus hier in diesem Bereich fräsen. Es gibt aber auch Fertiger, die haben spezielle Maschinen fürs Anfasen von Leiterplatten und die dürfen dann in dem Falle hier nichts mehr haben. Das heißt, die Steckerleisten müssen immer nach außen im Nutzen liegen, damit man die nachher zum Beispiel an der Maschine vorbeiführen kann. Also auch das gibt es zu beachten. Grundsätzlich empfehlen wir auch schon die Nutzen bei der Anfrage, bei den Mustern mit zu berücksichtigen. Das heißt, dass man sagt, ich möchte gerne die gleiche Nutzen haben, auch wenn ich jetzt erstmal nur einen Prototyp auflege von 5 oder 10 Stück und ich die selber im Hause bestücke. Und zwar einfach aus dem Grunde, das hatten wir auch schon öfter das Thema, Kunde bestellt ein paar Muster, die fertigen wir. Das sind jetzt mal so Fertigungsnutzen, haben wir mal ein Beispiel gemacht, wenn wir sie ritzen oder fräsen. In der Regel werden Einzelleiterplatten gefräst. Da haben wir jetzt hier so 8 Leiterplatten auf dem Fertigungszuschnitt drauf und liefern die aus. Und das passiert ja auch mal, dass man einen Glückstag hat und es funktioniert auf Anhieb alles super. Es muss kein Redesign gemacht werden und man kann direkt in die Serie gehen. Jetzt will man aber keine 10 Stück mehr, jetzt will man halt mal 100, 500 oder 1000 Stück. Braucht aber für den Baugruppenfertiger zum Nutzen und dann sagt man ja, okay, klar, können wir machen, aber dann haben wir wieder die ganzen Initialkosten. Und dann fangen die Diskussionen an, wieso, ihr habt die Platte doch schon gefertigt. Der Grund ist einfach der, ich kann aus diesem Fertigungsnutzen, also wo wir die Platten hier draufgelegt haben, keinen Liefernutzen in der Art mehr gestalten. Das geht nicht mehr. Ich habe nicht den Platz, die sind hier ausgereizt. Ich kann keine Ränder zuführen mehr, es geht nicht. Und deswegen muss ich die Filme, den Nutzen, alles komplett neu machen, neue E-Tests, das ganze Programm und damit fallen auch neue Initialkosten an. Deswegen empfehle ich durchaus, auch wenn Sie selber im Hause bestücken, auch für kleine Stückzahlen,
sehen Sie von vornherein einen Nutzen vor. Es ist kein Schaden, es kostet, gerade bei den Mustern, da reden wir von Centbeträgen, das kann sich nachher aber wirklich in vielen Euros nachher auswirken, wenn man das gleich mit berücksichtigt. Das ist jetzt mal so das, was man designtechnisch beachten sollte. Kommen wir ganz kurz zum Thema Trennverfahren bei den Baugruppenfertigern. Das gehe ich aber auch nur ganz kurz durch. Es gibt verschiedene Systeme. Ich habe dir mal so ein paar hier aufgeführt. Das ist nicht alles. Also es gibt verschiedene Nutzentrenner über Rollmesser, Stege ausstanzen, Stege ausfräsen, manuell ausbrechen, Zange, Lasertrennen. Und mein beliebtestes Verfahren ist das hier. Knacks. Einmal über die Tischkante. Das werden vielleicht jetzt einige schmunzeln oder lachen, aber ich hätte es nicht eingebracht, wenn ich nicht Kunden hätte, die das tatsächlich so machen. Das ist zwar eigentlich auch nicht erlaubt, aber es ist trotzdem so. Das heißt also, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Systeme zum Vereinzeln der Leiterplatten auf dem Markt. Das sind jetzt also mal die typischen, die fast jeder hat. Das sind überwiegend die manuellen oder halbautomatischen. Es gibt natürlich auch große Maschinen noch, die komplett die Leiterplatten automatisch vereinzeln, mit Zuführung, mit Entladung direkt in den Kästen und Schleifschirm drumherum, mit allem drum und dran. Also es gibt sehr viele Systeme und die Frage, die man unbedingt vorher klären muss, was verwendet denn Ihr Baugruppenfertiger? Wissen Sie das? Sind Sie darüber informiert? Denn oftmals ist es so, dass man nachher Nutzen abliefert und nachher sagt der Baugruppenfertiger, das ist ja ganz schön und gut, aber ich habe eine Riesenarbeit nachher, diese Leiterplatten zu trennen. Also das kann ich nur aus Erfahrung sagen, das hat man fast dauernd. Das ist immer wieder ein Thema. Deswegen klären Sie mit Ihrem Baugruppenfertiger, wie willst du die Leiterplatten im Nutzen haben, dass du sie nachher am besten trennen kannst. Ja, jetzt kommen wir zum interessantesten Part vielleicht. Das sind die ganzen Fehler, die passieren können. Da gibt es recht viele. Angefangen bei Nutzen zu groß oder zu klein. Die Bestückungsmaschinen haben meistens irgendwelche Limits. Das heißt, ich brauche ein Mindestmaß und ein Maximalmaß von einem Nutzen, den ich weiterverarbeiten kann. Das heißt, das muss aber auch dem Leiterplattenlieferanten bekannt sein, weil der Nutzen nachher zu groß macht und der Baugruppenfertiger bekommt das nicht mehr in die Maschine, dann haben wir ein Problem. Also das muss dem bekannt sein. Auch ein ganz häufiges Problem sind die Stege. Wenn nichts vorgegeben sind, darf der Leiterplattenhersteller machen eigentlich, was er möchte. Und da kann es halt passieren, dass ich entweder zu kleine Stege habe, weil ich halt auch wenig Platz habe. Das kann dazu führen, dass die Platten instabil werden, dass sie vielleicht sogar schon brechen während des Bestückungsprozesses. Oder ich habe zu breite Stege hier, die zum Beispiel in meinem Trennsystem nicht mehr kompatibel sind. Wenn ich zum Beispiel so einen Nippler habe und ich kann den Steg nicht mehr komplett erfassen, dann habe ich ein Problem, nachher die Leiterplatten auszutrennen. Auch ein Problem kann sein, wenn der Nutzen zu groß ist, das heißt ein sehr großer Nutzen, aber eine sehr dünne Leiterplatte, dann biegt sich diese Leiterplatte nachher im Automaten durch. Sie sehen es jetzt zum Beispiel hier, wunderbar. Also sowas kann man nicht mehr bestücken. Das gibt ein Riesenproblem. Ja, das heißt, man muss entweder den Nutzen kleiner gestalten oder ich muss mir hier ein Carrier Board, also eine Trägerplatte irgendwie zurechtmachen, auf die ich diese Leiterplatte nachher aufsetzen kann. Das muss man aber auch vorher klären. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Danach ist es immer schwierig, dann noch was zurechtzubasteln, dass man das dann halbwegs irgendwie durch die Bestückung bekommt. Auch was sehr häufig vergessen wird, sind die sogenannten Passermarken und Fangbohrungen. Die sind für uns, wir brauchen selber welche im großen Fertigungsnutzen. Bei uns haben wir auch welche drin für unsere Maschinen. Genau dieselben braucht, wenn nicht dieselben, aber ähnliche braucht auch der Baugruppenfertiger, denn fast alle Systeme haben mittlerweile ein optisches System zum Erfassen dieser Fiducials, Passermarken, um nachher die Bauteile anhand dieser Markierungen auszurichten. Fehlen diese, wird es problematisch, weil ich kann natürlich einen leichten Versatz haben, ich kann vielleicht der Nutzen liegt vielleicht ein bisschen schief drin. Und dann habe ich das Problem, nachher meine Bauteile zu positionieren und muss mir dann eventuell durch andere Punkte zu helfen wissen. Das kann natürlich auch wieder aufwendig sein. Auch kann es ein Problem sein, wenn ich Passermarken einbringe, bringe die aber falsch ein. Zum Beispiel, wenn die zu weit außen liegen. Hier mal ein Bild vom Monitor. Sie sehen hier, das ist der Nutzenrand, hier ist die Passermarke und das ist das Aufnahmesystem.
Und hier hängt die Passamarke jetzt direkt an diesem System dran. Teilweise verschwindet sie sogar darunter. Das heißt, die Kamera kann diesen Punkt teilweise gar nicht mehr erfassen und kann dann auch keine Ausrichtung mehr vornehmen. Also das muss auch abgesprochen werden. Wo muss ich meine Fiducials, meine Passamarken entsprechend platzieren, dass das System die auch erkennt? Wie weit muss ich die einrücken vom Rand? Auch ein Fehler, der passiert, ein kleines Video hier dazu, der Nutzen passt nicht zum Lötprozess. Wir haben ja mal einen kleinen Test gemacht. Hier wird eine Leiterplatte über eine kleine Welle gefahren und wir haben den Mittelsteg trennen gelassen zwischen den Leiterplatten und wir haben auf der anderen Seite mal rausgenommen und fahren im selben Abstand über die Welle. Jetzt sehen Sie das Problem, die Welle, also das Zinn läuft über die Leiterplatte drüber oben und kann dadurch Kurzschlüsse verursachen. Also zum Beispiel, wenn man sieht im Layout, da ist ein großer Stecker jetzt zum Beispiel, jetzt tue ich dem Kunden was Gutes, ich nehme den Bereich hier raus, ich fräse den frei, kann das genau das Gegenteil bewirken. Ich habe nachher Riesenprobleme nachher beim Bestückungsprozess, wenn ich über die Welle fahre. Das passiert jetzt, sage ich mal, bei solchen Leiterplatten eher weniger. Das sind jetzt 1,5er Leiterplatten, aber wenn die Leiterplatten dünner werden, sprich, ich habe eine 0,5er oder 0,8er Leiterplatte, kann das durchaus passieren, wenn ich große Abstände habe, große Freiräume, dass mir die Welle nachher auf die Leiterplatte läuft, das Zinn, und dadurch Kurzschlüsse auf der Oberfläche verursacht. Also das muss auch geklärt sein, sollen solche Bereiche drin gelassen werden oder sollen sie rausgenommen werden. Jetzt haben wir noch weitere Sachen, die oftmals passieren, und zwar die Angaben im Datenblatt sind fehlerhaft. Oftmals bekommen wir die Daten vom Endkunden, der hat seine Leiterplatte designt und Nutzen brauche ich nicht, keine Angaben. Das sieht natürlich der Baugruppenfertiger anders, er braucht einen Nutzen. Also wenn man das nicht weiß, dann muss man es freilassen und sagen, okay, Nutzenfertigung in Absprache mit dem Baugruppenfertiger. Wenn natürlich da Nein drin steht, dann bieten wir eine Einzelplatte an und liefern auch eine Einzelleiterplatte. Auch passen manchmal die Angaben im Datenblatt nicht zum Nutzen, zur Nutzengestaltung. Also auch hier hat man eine Toleranz von plus minus 0,1 angegeben, möchte aber einen Ritznutzen haben. Ich habe ja ganz am Anfang schon erwähnt, bei einem Ritznutzen hat man eine höhere Toleranz. Wir geben diese mit plus minus 0,15 an. In der Literatur steht sogar plus minus 0,2 mm. Das heißt also, wenn ich eine Toleranz von plus minus 0,1 haben möchte, kann ich keinen Ritznutzen machen. Das beißt sich, das geht nicht. Und was auch ab und zu passiert, wir haben eine Zeichnung dabei, wie der Nutzen auszusehen hat und in der Realität haben wir dann ein Problem, weil ich zum Beispiel hier noch irgendwo eine Einfräsung habe und mit der Einfräsung fahre ich dann aber letztendlich direkt in die zweite Leiterplatte, in irgendwelche Pads, Leiterbahnen, Vias oder so weiter. Das heißt, entweder muss ich meinen Fräser zurücknehmen, dass ich nur bis an die Kante ranfahre, dann habe ich aber hier noch Überstände, das heißt, damit muss ich dann leben. Oder ich muss hier entsprechend die Leiterplatten weiter auseinanderziehen, dass ich den Fräser auslaufen lassen kann. Also das haben wir auch recht häufig sogar, dass man sagt, okay, ich möchte einfach einen Ritz nutzen und habe aber dann Ausfräsungen drin, die ja, sich da stören. Das funktioniert so nicht ohne weiteres. Jetzt habe ich hier mal ein ganz tolles Beispiel. Das war ein Glückstreffer gewesen von einem Kunden. Da habe ich die Bilder zur Verfügung gestellt bekommen. Ein Kunde von uns hat einen Mixnutzen mit 4 Leiterplatten gehabt und der lief bei 4 verschiedenen Lieferanten. Das Schöne ist, dass jeder Nutzen absolut gleich war. Die Leiterplatten waren gleich platziert, Taste und Schablonendaten waren immer gleich. Aber die Anbindung der Stege war bei jedem anders. Das will ich Ihnen gerade mal zeigen, was da passieren kann. Sie sehen ja, beim ersten hatten wir Folgendes. Da haben wir jetzt hier Anbindung an der langen Seite an der kurzen Seite mit jeweils Perforationsbohrung. Der zweite Lieferant ist hergegangen und hat die Anbindung in den Ecken gemacht und an der langen Seite nochmal in der Mitte und hat keine Perforationsbohrung vorgesehen. Der dritte Leiterplattenhersteller ist hergegangen und hat wieder Stege mit Perforation eingebracht, allerdings viel breitere. Und Sie sehen auch schon das erste Problem. Einer davon liegt hier direkt unter dem Stecker. Und der vierte Hersteller ist hergegangen und hat nur an den Längsseiten ebenfalls mit Perforationsbohrung die Stege eingebracht. Grundsätzlich, es hat keiner was falsch gemacht, denn es wurde nichts definiert. Das heißt, wenn ich keine Vorgaben habe, darf ich die Stege machen dort,
so, wie ich es für richtig halte. Eigene Hausnorm, was vorgegeben ist, so wird das gemacht. Da haben alle vier recht. Für den Baugruppenfertiger allerdings war das jedes Mal wie eine Schachtel Pralinen. Er wusste nie, was er bekommt. Und das hat zur Folge gehabt, dass er natürlich bei der Leiterplatte jetzt wesentlich mehr Probleme hatte, diese nachher zu vereinzeln, weil dieser Steg unter dem Stecker liegt. Das weiß aber der Leiterplattenhersteller nicht, ob der Stecker wie hier jetzt aufrecht oder im 90-Grad-Winkel steht. Ich gucke mir keine Stücklisten an, was das für ein Stecker ist. Ich sehe ja nur das Layout. Wie gesagt, es hat keiner was falsch gemacht, aber jeder hat es anders gemacht. Was auch passieren kann, ist natürlich, wenn man zu wenig Stege hat, dass das Ganze instabil wird. Also hier mal ein typisches Beispiel einer Aluminiumleiterplatte. Und hier hat jetzt die Fertigung nur zwei Stege eingebracht. Das ist über Sinn und Unsinn, kann man sich hier streiten. Fakt ist aber, es war keine Vorgabe da. Im Grunde kann auch hier der Leiterplattenlieferant machen, was er für richtig hält. Und wenn er das für eine tolle Lösung hält, dann ist es so. Aber wie gesagt, über gut oder nicht gut kann man hier streiten. Aber Sie sehen jetzt schon, allein durch die zwei Bewegungen haben sich hier die Abstände so dramatisch verschoben, dass eigentlich eine vernünftige Bepastung, ein Pastendrucker hier jetzt fast gar nicht mehr möglich ist. Also hier sollte man auch ganz klar vorgeben, wo sind die Stege und wie sollen die Stege aussehen. Gerade bei Aluminiumleiterplatten ist es ganz wichtig zu wissen, da hängt sehr viel von dem Trennwerkzeug beim Baugruppenfertiger ab. Das waren jetzt mal so die ganzen Fehler, die passieren können. Es gibt natürlich auch viel mehr Fehler, aber das sind mal so die typischen, die permanent immer auftreten. Kommen wir zum Thema Zuständigkeiten. Wer ist denn für diese Nutzenerstellung zuständig? Das Thema ist immer heiß diskutiert und es ist auch gar nicht so einfach. Denn das Wichtigste ist hier der Informationsfluss. Das heißt, bestellt der Endkunde, der Entwickler, die Endkunde die Leiterplatte, dann muss er aber vorher alle Informationen des Baugruppenfertigers sammeln und muss die geschlossen an den Lieferanten von der Leiterplatte weitergeben. Er hier unten braucht immer alle Informationen. Damit das, was zurückkommt, auch nachher an den Baugruppenfertiger ankommt, vernünftig zu bearbeiten ist. Das gilt auch, wenn der Entwickler sagt, okay, hier sind meine Daten, beschaff mir alles, ich kümmere mich um nichts. Auch da ist es so, er gibt natürlich die Daten der Leiterplatte, bekommt er hier, aber er ist auch verantwortlich, dass er alle Informationen weitergibt, die er benötigt. Das heißt, dass er uns sagt, wie soll der Nutzen aussehen, was brauchen wir alles. Das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt mal so ein paar Punkte hier aufgelistet. Die werden immer heiß diskutiert, aber lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Die Nutzendaten für die Produktion werden in der Regel vom Leiterplattenlieferanten erstellt. Das heißt also, die CAM bei uns erstellt meistens auch den Nutzen. Es gibt Kunden, die erstellen den selber, ist uns ganz recht, aber ich sag mal, 90% erstellen wir das. Dazu müssen wir aber auch wissen, die Ausführung, Anbindung und so weiter, weil sonst machen wir das so, wie wir es für richtig halten, nach bestem Wissen und Gewissen. Bei preissensiblen Leiterplatten, gerade im Automotive-Bereich, wo wir über 0, x Cent reden, dann muss man auch eine Fertigungsauslastung zwingend optimieren. Und das heißt also, diese Nutzengestaltung geht nur zusammen mit dem Lieferanten dann auch. Das kann man nicht von oben herab sagen, so sieht der Nutzen aus, mach mal, sondern da braucht auch das Feedback. Und ohne diese Vorgaben haben wir natürlich unseren Fertigungsablauf im Fokus. Das heißt, wie kriegen wir die Leiterplatte, den Nutzen optimal bei uns unter und machen das, wie wir es für richtig halten. Da gibt es natürlich jetzt noch ein paar Sonderfälle, zum Beispiel, wenn wir extrem komplexe Leiterplatten haben. Bei komplexen Leiterplatten geht man ungern her und reizt die Fertigungsnutzen bis zuletzt aus. Und zwar das einfach aus dem Grund, ich habe Toleranzen bei der Produktion, die gehen, je weiter ich nach außen gehe im Nutzen, desto größer werden die. Und da versucht man, wenn man sehr komplexe Platten hat, die eher in die Leiterplatten oder die Fertigungsnutzen Mitte zu legen, um möglichst wenig Ausschuss zu produzieren. Weil es nützt mir nichts, wenn ich nachher eine super Auslastung habe, aber die Hälfte der Leiterplatten defekt nachher im Panel. Anders sieht es wiederum aus, wenn ich Sondermaterialien verarbeite, gerade, sage ich mal, teure Teflon-Laminate oder ähnliches. Da wiederum versucht man natürlich, möglichst viele Leiterplatten auf den Nutzen drauf zu bekommen, um möglichst wenig Verschnitt zu haben. Denn da geht es halt auch dann um das Geld, einfach was so ein Nutzen nachher kostet. Also das ist manchmal gar nicht so einfach, da den richtigen Mittelweg zu finden. Und deswegen muss man da immer miteinander reden. Und grundsätzlich
ist es so, dass wir der Leiterplattenlieferant nicht dafür verantwortlich ist, wenn es Probleme gibt, wenn ich keine Spezifikationen vorliegen habe. Ja, das ist auch ein ganz großer Punkt immer. Deswegen ist es ganz wichtig, dass alle drei Parteien, sage ich jetzt immer, Entwicklung, also Endkunde, Baugruppenfertiger, Leiterplattenfertiger, dass man miteinander redet. Das ist eine ganz wichtige Sache einfach. Und dann lassen sich viele Sachen, viele Probleme oftmals vermeiden. Das heißt, was brauche ich denn mindestens, wenn ich eine Leiterplatte im Nutzen haben will, was muss ich denn mindestens dem Leiterplattenhersteller mit auf den Weg geben? Wir müssen wissen, was für Nutzenränder Sie haben wollen, an welchen Seiten und wie breit. Wir müssen wissen, welche Passermarken, Größe, Anzahl, Position. Dasselbe gilt für die Fangbohrung. Dasselbe gilt auch für die Schlechtmarken, sogenannte Bad Marks. Also viele moderne Bestückungsautomaten können heutzutage mit sogenannten Bad Marks, die erkennen sogenannte Bad Marks, und damit werden die Leiterplatten zwar bepastet, aber in der Regel nicht mehr bestückt. Das heißt, die werden automatisch von der Bestückung ausgeklammert. Und auch eine ganz große Frage ist immer, wenn der Nutzen vorgegeben ist, zeichnerisch oder auch direkt schon in den Daten, darf dann der Lieferant auch noch eigene Passermarken und Fangbogen einbringen? Aber manchmal ist es gerade bei etwas kleineren oder auch komplexen Leiterplatten, möchten wir mal noch eigene Sachen einbringen, um einfach die Fertigungsgenauigkeit zu optimieren. Ja, damit man nachher also wirklich einen Nutzen hat, hier also typische Beispiele, was definiert ist und dass man dann vernünftig damit auch produzieren kann. Und das sehen Sie jetzt hier mal den Unterschied. Das sind in der Regel die Bestückungsfiducials. Sie sind in der Regel rund und das sind sogenannte Bad Marks. Die sind in der Regel rechteckig. Das heißt, sie markieren dann eine einzelne Leiterplatte, die zum Beispiel schlecht ist im Nutzen. Und wenn die schlecht ist, dann wird die, früher hat man es einfach ausgeixt, macht man immer noch. Und wenn man sogenannte Bad Marks einbringt, dann kann man die zum Beispiel entweder mit dem schwarzen Edding markieren oder man überklebt sie. Und das System erkennt dann, dass diese Leiterplatte gesperrt ist für die Bestückung. Also das müssen wir wissen und immer ganz hilfreich ist es zumindest eine Zeichnung zu haben, ein Blatt, wo die Minimal-Maximal-Abmessungen aufgeführt sind, dass wir wissen, okay, so muss ein Nutzen in etwa aussehen bei ihm. Wenn man schon keine detailgetreue Nutzenzeichnung bekommt, dass man zumindest ein Grundgerüst mitgeschickt bekommt, an dem wir uns orientieren können, was wir machen sollen. Wenn wir das nicht bekommen, dann gehen wir in der Regel her, wir haben hier uns mal so ein kleines Tool hier geschrieben, womit wir dem Kunden dieses Grundgerüst praktisch mitliefern in der Angebotsphase. Es ist keine maßstabsgetreue Nutzenzeichnung, ganz klar, es werden keine Stege oder Ähnliches eingezeichnet. Es ist ein Hilfsmittel, ja, dass man dem Kunden sagen kann, pass auf, so wird in etwa dein Nutzen aussehen. Und da kann man verschiedene Sachen hier definieren, wie zum Beispiel Fangbohrungen und Fiducials, auch die Kundenbezeichnung und auch den Kundennamen kann man hier eintragen und kann das Ganze dann sich grafisch darstellen lassen und kann das dann als PDF ausdrucken und das geben wir in der Regel dem Kunden mit, dass er einen Anhaltspunkt hat. Also pass auf, lieber Kunde, so würden wir es machen, wäre das okay. Wie gesagt, es ist keine maßstabsgetreue Nutzenzeichnung, es ist nur ein Grundgerüst, dass er weiß, so würden wir es machen. Ist das in Ordnung? So sieht es dann am Ende aus. Also Sie können da Abstände definieren, bestimmte Rahmen. Ja, und das geben wir dann nachher praktisch als PDF unseren Kunden mit auf dem Weg. Ja, sind wir langsam am Ende. Kommen wir zu den Kostentreiber bei der Leiterplattenfertigung. Ein Kostentreiber A ist Fräswege und Anzahl und Art der Stege. Hatte ich ja schon erwähnt. Je mehr Stege ich habe, desto öfter muss der Fräser rein und rausfahren ins Material. Das kostet Zeit, kostet Geld, ist Verschleiß. Auch der Fräsdurchmesser spielt hier eine Rolle. Wenn ich sehr kleine Radien haben möchte, wenn ich irgendwelche Ausfräsungen drin habe, brauche ich einen kleineren Fräsdurchmesser. Das heißt, das wird wieder teurer. Zusätzlicher Materialeinsatz für die Abstände innerhalb des Nutzens und des Nutzenrands, auch wenn das nachher alles in der Mülltonne landet, berechnen muss ich es trotzdem. Auch wenn ich zum Beispiel 100% Nutzen haben will, auch das bedeutet einen Mehrpreis. Also das ist ein Punkt, auf den reagiere ich persönlich mittlerweile sehr allergisch, denn gerade großes Thema Ressourcen schonen und Umwelt Auflagen, kann ich es nicht verstehen, wenn immer noch Kunden 100% Gutnutzen haben wollen. Wir hatten von das Beispiel dieser kleinen Leiterplatte, 50 Leiterplatten im Nutzen, eines kaputt, 49 schmeiße ich weg.
Also das muss natürlich entsprechend auch in Rechnung gestellt werden. Ne? Also das muss man mit berücksichtigen. Deswegen sollte man also X-Out durchaus erlauben. Kostentreiber ist natürlich auch die Anzahl der Fertigungszuschnitte, das heißt die Auslastung bzw. wie viel Sondermaterial ich im Einsatz habe, auch das ist ein Kostentreiber. Und auch Mix- und Kombi-Nutzen sind ähnlich wie die X-Out-Nutzen ein Kostentreiber, denn ich muss damit immer rechnen, dass mir hier irgendwo vielleicht mal eine Leiterplatte kaputt ist im Nutzen und damit ist der, wenn ich nicht zufällig genauso viele Nutzen habe, wie ich nachher verschiedene Schlechtteile habe, habe ich das Problem, den Nutzen kann ich wegschmeißen. Ich brauche einen anderen, wo alle gut sind und das ist auch ein Mehrpreis und das sind auch höhere Kosten. Also ich bin kein großer Freund von Mix- und Kombi-Nutzen. Das kann man mal machen, wenn man einen Neuanlauf hat, ein Muster und braucht immer die gleiche Anzahl. Aber ich kenne es aus der Erfahrung raus, irgendwann geht das mal auseinander und man braucht nur noch die eine Leiterplatte und dann hat man nochmal die Initialkosten, weil dann muss man es doch irgendwann mal auseinandernehmen. Bei den Baugruppenfertigern sieht es so aus, dass die Kosten bisschen anders gelagert sind. Dort ist der Hauptkostentreiber das Handling. Das heißt, der Baugruppenfertiger möchte nach Möglichkeit die maximale Leiterplattenanzahl bei minimaler Anzahl Nutzen, bei minimaler Durchlaufzeit haben. Das heißt, wenn ich eine Leiterplatte im Einfachnutzen habe, müssen Sie sich so vorstellen, die fährt rein, wird bepastet, geht weiter zur Bestückung. So, das heißt, wenn ich 100 Leiterplatten habe, fahre ich 100 Mal durch den Pastendrucker. Wenn ich die Leiterplatte im Vierfachnutzen habe, fahre ich nur 25 Mal. Also das ist einfach ein Zeit- und Kostenaufwand, ist das ganze Handling, wie es durchläuft. Weiterer Kostenfaktor ist das Vereinzeln der Leiterplatte. Auch mit Hinblick auf den mechanischen Stress, was darf die Leiterplatte, welchen Leiterplattenstress darf die Platte ausgesetzt werden, wenn sie nachher vereinzelt. Und natürlich auch die manuelle Nacharbeit. Das heißt, wenn ich nachher unglückliche Stege habe, die ich nachher noch irgendwie sauber machen muss oder vielleicht auch wegschleifen oder bearbeiten muss, oder ich muss Bauteile manuell nachher nochmal draufsetzen und verlöten, weil durch die Nutzenkonstellation ich diverse Bauteile gar nicht bestücken konnte, weil die zum Beispiel auf die nächste Platte reingeragt hätten und so weiter. Auch das ist ein Kostenfaktor. Und der größte Kostenfaktor ist aber die mangelhafte Kommunikation. Da möchte ich ganz kurzes Beispiel bringen, hatten wir erst vor kurzem gehabt, dauert nur eine Minute. Wir haben letztes Jahr für einen Kunden ein neues Projekt gemacht, bestehend aus vier Leiterplatten, alles keine Rechtecken, viel Kontur. Die haben wir steggefräst im Nutzen gefertigt, haben die ausgeliefert, alles okay. Dieses Jahr kam eine Nachbestellung, allerdings mit dem Hinweis, bitte mal mit dem Baugruppenfertiger auseinandersetzen, der ist nicht so ganz glücklich mit dem Nutzen. Dann habe ich mit dem Baugruppenfertiger gesprochen, dann kam nachher raus, okay, er hatte gar keine Möglichkeit, diese Stege zu entfernen. Da hat die alle manuell rausgebrochen mit der Zange tatsächlich. Er hat eigentlich einen Nutzentrenner, diese Rollmesser, er hätte lieber einen Ritznutzen. Und da mussten wir nachher hergehen und haben alle vier Leiterplatten in neue Nutzen gesetzt. Das bedeutete aber für den Endkunden, er musste komplett einmal vier neue Initialkosten haben, weil nichts mehr gepasst hat. Ich konnte keine Filme übernehmen, keine E-Testkosten, keine E-Testprogramme übernehmen, die mussten alle neu geschrieben werden, übernommen werden. Und er hatte dadurch beim Baugruppenfertiger auch vier neue Schablonen nachher. Also es ist nicht nur die Leiterplatte, die komplett neu designt wurde, es waren auch die Schablonendaten haben nicht mehr gepasst. Das heißt, auch neue Schablonen viermal mussten neu angeschafft werden. Das heißt, wir hatten bei der zweiten Fertigung nochmal den kompletten Anlauf, die kompletten Anlaufkosten einer Leiterplatte. Und das hätte man eigentlich verhindern können, wenn man vorher mal miteinander gesprochen hätte. Ja, jetzt nochmal ganz kurz für die Technikinteressierten. Nur noch eine Folie, dann haben Sie es geschafft. Zum Thema, wie mache ich aus dem Tafelformat einen Fertigungs- und einen Liefernutzen? Und da habe ich die Kollegen mal gebeten, mir das mal aufzulisten. Und die sind hergegangen, haben jetzt hier mal ein Beispiel gemacht. Das ist hier das Tafelformat, 1240 mal 1040 mm. Dann wird hier das Maß der Einzelleiterplatte eingegeben und das System berechnet daraus die Fertigungsnutzen für uns, die wir benötigen. Und wie oft bekomme ich diese Fertigungsnutzen auf dieses Tafelformat. Und Sie sehen jetzt hier, er hat jetzt hier einen zehnfach Fertigungsnutzen für uns erstelltes System und den bekomme ich achtmal drauf. Das heißt, ich bekomme 80 Einzelleiterplatten auf eine Tafel. Sie sehen auch hier, welche Nutzengröße das hat mit der Auslastungszahl. Es wird vielleicht der eine oder andere sagen, wieso nimmt er denn den, wieso nimmt er nicht die 90%? Also nicht unbedingt die höchste Auslastung hat auch die beste Performance nachher in der Produktion. Auch das muss man mit berücksichtigen. Ich habe hier nur vier Leiterplatten, ich habe hier 10 Leiterplatten. Das heißt, auch für die Galvanik, für die Bohrer, fürs Fräsen und so weiter,
muss man berücksichtigen, kann es sein, dass eine schlechtere Auslastung aber eine bessere Performance in der Produktion hat. Und dasselbe nochmal, wenn man die gleiche Leiterplatte in einen Liefernutzen setzt, auch hier hat die Software das aus demselben Tafelformat mal errechnet. Wir würden jetzt hier aber ein anderes Fertigungsformat wählen und hier hätte man jetzt zwei Liefernutzen in einem Fertigungsnutzen drin sitzen. Hier sieht man auch sehr schön, hier sind auch diverse Fiducials drin, die wir benötigen. Und das Ganze habe ich 8-mal auf dem Tafelformat drin und das heißt, ich bekomme jetzt als Nutzen 64 Leiterplatten pro Tafel raus. Jetzt kann es zum Beispiel sein, gerade bei im Automotive-Bereich, dass man sagt, okay, pass mal auf, wenn man jetzt zum Beispiel den Nutzen aber hier 2 mm kleiner macht, den Rand, dann bekomme ich statt 8, 9 zum Beispiel drauf auf das Tafelformat und dann habe ich eine, also statt 64, 72 Leiterplatten plötzlich drauf, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Preis, weil ich da einfach eine höhere Auslastung erziele. Und diese Auslastungserzielung, die kann ich eigentlich nur zusammen mit dem Leiterplattenhersteller nachher machen. Aber das ist, sage ich jetzt mal, eher bei sehr preissensiblen Leiterplatten. In der Regel spielt das keine so große Rolle. Deswegen ist es für den Kunden eher uninteressant. Ich wollte es nochmal aufgeführt haben. So, jetzt haben Sie es geschafft. Ich bin durch mit meinem Vortrag. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte vielleicht dem einen oder anderen etwas näher bringen, mit was wir manchmal so zu kämpfen haben. Und ja, bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute zugeschaltet haben und stehe jetzt auch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.